Auflagerbindung. Wir fangen an mit dem einwertigen Lager. Das einwertige Lager hat die Wertigkeit R gleich 1. Weshalb und warum, das sehen wir im Folgenden. In der Realität sei jetzt beispielsweise ein Balken wie folgt gelagert auf so einem Gerät mit so zwei Rollen. Das heißt, wir können uns horizontal verschieben, das Gerät. In der Mechanik, als mechanisches Symbol, ersetzen wir das jetzt, weil wir wollen das natürlich immer vereinfachen, wir haben ja keine Zeit, sieht das Ganze so aus. Ja, das ist dann charakteristisch, ist hier so ein kleiner Spalt. Vielleicht macht ihr das auch mal ein bisschen anders, aber in der Regel wird das so eingetragen in der Mechanik. Wenn ich jetzt die Reaktionskraft meines Lagers ermitteln möchte, schneide ich das System frei. Das bedeutet, ich ziehe hier meine Systemgrenze und erhalte meine Reaktionskraft. Die zeigt in die Richtung, wo die Kraft aufgenommen wird. Die Bewegungsmöglichkeit meines Loslagers ist einmal horizontal und der Balken kann sich auch verdrehen. Diese Bewegungsmöglichkeit ist auch gegeben. Das heißt, wir haben zwei Freiheitsgrade, also insgesamt zwei Freiheitsgrade, die ungehindert sind und einen Freiheitsgrad, der gehindert ist, nämlich eine Reaktionskraft in vertikaler Richtung. Diese Bewegungsmöglichkeit ist unterbunden. Deswegen hat das Loslager auch die Wertigkeit R gleich 1. Das ist später für die statische Bestimmtheit noch eine wichtige Größe. Weitere einwertige Lager wären die Pendelstütze oder ein Kipplauflager, wobei wir in der Regel mit diesem Symbol für einwertige Lager arbeiten.